Hallo Mädels und Jungs. Und passend zu den Bänken ein Tisch. Was braucht man dafür? 4 bis 6 breite Bretter und 2 lange, die dann die Füße werden und natürlich auch die Versteifung der Tischplatte. Wie macht ihr den Tisch? Nun, ihr könnt natürlich geholte Bretter oder geschliffene kaufen. Ich kaufe mir immer rohe im Sägewerk und dann wird gehobelt. Das heißt, die äußerste Schicht wird einmal abgetragen, damit einmal das schöne Holz zum Vorschein kommt mit den wunderbaren Ästen und der Maserung. Nach dem Hobeln und einer Menge Hobelspäne wird der Tisch dann oder werden die Bretter dann geschliffen, damit die Oberfläche ganz glatt wird. Und wenn die Oberfläche ganz glatt ist und ihr alles geschliffen habt, dann könnt ihr es lackieren. Vorher aber wird normalerweise im Rohzustand der Tisch einmal komplett montiert und alles angepasst. Und erst dann, wenn alles fertig ist, werden alle Teile, nachdem der Tisch wieder zerlegt wurde, natürlich lackiert, nicht nur einmal, sondern ein paar Mal, damit ihr auch lange Freude habt. Und dann, wenn alles trocken ist, wieder zusammengebaut. Mein Tisch hier wird ein Gartentisch zu den Gartenbänken passend, 2 Meter lang und 1,15 Meter breit. Also ausreichend Platz, um ein gescheites Barbecue zu machen. Step 2. Der untere Balken ist dazu da, um die Bretter zu halten. Damit die Schrauben nicht herausschauen, versenkt man sie mit einem Holzfräser oder einem so einen großen Bohrer. Setzt man an, bohrt sie rein. Das restliche Loch macht man dann mit einem dementsprechenden normalen Bohrer und dann schraubt man sie an. Und damit ist die Holzplatte stabil. Und hier kommt dann auch die Befestigung für die Füße. So Leute, so sieht die Platte aus, wenn sie montiert ist. Beide Halterbalken. Und jetzt werden wir sie dann noch umdrehen und dann kann man sie auch schön verschleifen. Warum montiert man das vorher? Damit man nachher dann, wenn man es zerlegt, überall lackieren kann. A und B. Man kann dann auch hergehen und jetzt die Fläche oben schön so verschleifen, dass es keine Kanten und keine Unebenheiten gibt. Und damit das dann ausschaut, als wie wenn es fast eine Platte wäre. Und so sieht die Platte dann von oben aus und hat natürlich auch eine wunderschöne Fläche, kaum einen Spalt und wird einen wunderbaren Grilltisch abgeben, Barbecue-Tisch, Gartentisch, wo dann ganz leicht 8 Leute Platz haben für ein kleines Grillfest, Barbecuefest. Ja, und nachher wird die Tischplatte geschliffen, damit so raue Stellen wie hier dann wegkommen und so glatt werden. Fast so glatt wie eine Glasfläche. Und dann, wenn das Untergestell fertig ist,
steht dem Lackieren nichts mehr im Wege. Tja, und das Schwierige kommt dann, wenn man die Füße machen möchte, und zwar als Klappmechanismus, damit man es zusammenklappen kann und dann den Tisch sozusagen irgendwo in einer Ecke aufstellen kann. Das muss man sich genau abmessen, damit auch das innere Standbein sich in das äußere hineindrehen lässt, vollständig, weil sonst kann man ihn ja nirgends hinstellen, beziehungsweise kann man ihn nicht komplett zusammenklappen, so würde er dann aber auf den Füßen stehen. Das Gestell würde dann nicht tiefer sein als das, wenn man es eben komplett zusammen drehen kann, also einklappbar ist. Das ist die Schwierigkeit, genau abzumessen, damit der Fuß von der Länge her auch gleich ist. Wenn er steht, der Tisch, damit er nicht schief wird und damit man es auch genau richtig macht, muss er eben hier kürzer sein, damit er sich dann hier hineindrehen kann unter die Leiste. Und da kann man ganz schön herummessen und rechnen. So, das Gestell ist fertig, also die Füße, auf denen er steht. Und man kann es auch zusammenklappen. Und damit das Holz nicht am Boden im Nassen steht, wenn es regnet, kann man unten noch Stahlplättchen drauf mit einer Halterung. Und oben muss noch statt diesen Blöcken muss hier noch die Arretierung gemacht werden, damit man die Drehfüße einhängen kann. Und dann ist der Tisch fertig, dann wird er zerlegt, geschliffen, gestrichen und dann wieder zusammengebaut. Es gibt natürlich einige Dinge, die noch fehlen, hier die Rundungen auszuschneiden, aber das sind einfach nur mehr Kleinigkeiten. So, und hier die Füße, die dann angeschraubt werden und auf diesen starken 8 mm Stahl steht dann der Tisch, damit das Holz nicht im Wasser steht und nicht kaputt wird, steht er dann eben auf diesen Metallfüßen. Und die werden noch grün lackiert, damit sie zu den Bänken passen, weil das Bankgestell ist auch grün. Und natürlich gehören die Bretter ordentlich geschliffen, damit sie schön glatt werden und keine rauen Stellen mehr sind. Und wenn das fertig geschliffen ist, werden sie dann gestrichen. Nach dem Streichen, nicht nur einmal, sondern zwei, dreimal, wird dann der Tisch zusammengebaut und ist fertig. Natürlich erst, wenn der Lack getrocknet ist. Weil hier sieht man sehr raue Stellen und die werden durchs Schleifen dann ganz glatt. Und das sind genau die Dinge, die man macht, wenn es
wieder mal ewig regnet und weil man nicht Moped fahren kann, kommt man halt auf die Ideen, einen Tisch zu bauen. So, der letzte Arbeitsvorgang, streichen. Mit einer sehr guten Versiegelung, damit das Holz nicht angegriffen wird und schön glatt wird. Dann noch dazwischen kurz anschleifen, nochmal streichen, aufpolieren. Das ist der vorletzte Arbeitsschritt und dann der letzte ist den Tisch zusammenbauen und auf seinen Bestimmungsort zu bringen. Und Tisch fertig. Mit Metallfüßen, damit er nicht am Boden steht.